Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Immortals of Avium. Diese Folge wollen wir uns damit beschäftigen, irgendwo hinzugehen. Irgendwo hinzugehen und zwar dorthin, wo wir letzte Folge noch nicht hinkonnten, ne? Irgendwie logisch, ne? Weil wir ja abgeschnitten wurden und diese blauen Viecher hier beseitigen mussten. Eine magische Wand, schön. Aber erstmal hin teleportiert worden. Damit haben wir das erste aus dem Hauptraum beseitigt. Okay, die Tür ist zum Teil frei. Ach nein. Jetzt verstehe ich, warum du im anderen Raum auch hast so krass klettern können. Wir können uns ja mal versuchen, entlang zu tricksen. Okay. Also, ich glitch hier nicht unbedingt, aber ich kann hier auch nicht springen oder so. Meine Hoffnung war, ich kann mich da jetzt irgendwie... Naja, dann nicht. Meine Hoffnung war, ich kann da irgendwie trotzdem drüber kommen, indem ich einfach, so Jump an Run Skills beweise, aber dem ist nicht so. Da müssen wir halt den ehrlichen Weg gehen. Den ehrlichen Weg. Oh, wenigstens habe ich noch eine Kiste gefunden. Also gut. Zuallererst, dann brauchen wir das oben nämlich nicht mehr machen. Die Frage aller Fragen ist, wie komme ich denn da überhaupt nochmal hoch? Stimmt hier rüber. Oder auch nicht. Doch, doch, ich war schon hier. Glaube ich. Entschuldigung. Doch nicht? Da kam ein kleiner Huster aus mir raus. Nicht hier lang, doch klar hier lang. Erzähl mir keine Geschichten. Ja. Dann halt hier lang. Wenn es das eine nicht geht, dann geht eben das andere. So. Komme ich da hoch? Ja. Und hier können wir einfach ganz normal rüberrennen. Ist ja auch das leichteste, die leichteste Übung. Ah! Bevor ich da hochgehe. Muss ich das? Eigentlich. Schöner Versuch. Oh, was kann ich hier machen? Ist das so der korrekte Weg? Ich glaube nicht. Wohin genau? Wohin genau? Also ich muss dahin. Dafür muss ich dahin. Dafür muss ich dahin. Dafür muss ich dahin. Ich will nicht komplett runter, nein. Schöner Start. Ich überlege gerade, ob ich das einfach nicht skippe, weil das ist jetzt mega langweilig. Und ich würde nicht sagen, dass das jetzt jeder unbedingt sehen will, wie ich da 50 Mal versuche, hoch und runter zu kommen. So. Einmal, zweimal. Ah, das ist doch... Ja, okay. Passt auf, Leute. Ich skippe den kleinen Part. Wir sehen uns dann, wenn ich da oben bin. Weil sonst kriege ich hier die Krise. Obwohl, wollt ihr das sehen, wie ich die Krise kriege? Ey, einmal versuche ich es noch. Komm, einmal versuche ich es noch. Einmal versuche ich es noch. Na, warum rennt er denn danach immer nicht? Diese solche Mechaniken, die gab es tatsächlich schon ewig nicht mehr. Dass man irgendwie durch Sprünge oder durch kleine Labyrinthe
Okay, und wohin jetzt? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Hier hin? Nein, nicht hin. Aber wie komme ich denn ansonsten? Wir müssen uns mal das Gebilde hier ein wenig anschauen. Vielleicht übersehe ich ja auch was. Ah. Also schon hier entlang. Ah. Mal kurz schießen. Ah. Ah. Sehr interessant. Hält doch ziemlich lange. Okay, das haben wir geschafft. Und das haben wir auch geschafft. Mann, bin ich stolz auf mich. Jawohl. Ich dachte schon, ich fange das Schreien wieder an, weil ich irgendwas halt auf die Kette bekomme. Was ja bestimmt mega einfach ist. Aber es hat nur noch einen weiteren Anlauf gebraucht. Und ein bisschen Hirnschmalz. Ja, und hier können wir dann auch die nächste Geschichte aktivieren. Ja, weil so wie es aussieht, komme ich jetzt da drüben auch an meinen Zielort. Ah, noch ein bisschen fliegen. Ja, ansonsten glaube ich, dass ich hier dann alles mitgenommen habe und deshalb auch weitergehen kann. Jetzt nicht immer dann so hinschwebt, finde ich voll interessant. Und da ist noch eine Truhe, die wird mitgenommen. Die Tür sieht frei aus. Ja, sieht sie. Aber Truhe. Und noch eine Truhe. Es ist ja ein Fest. Ein Fest ist das für mich. Dich will ich auch noch. Ah, kurze Verwirrung. Aber eine legendäre Essenz. Was? Was kann ich mit der machen? Oh. Ah, hab ich dich geblockt? Hat dir nicht gefallen, ne? Oh. Oh. Okay. Ging jetzt sogar fit, würde ich sagen. Also, wenn es einer ist, sind sie vielleicht. Nein. Nein, 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 daraus habe ich gelernt. Ah, daraus habe ich gelernt. Was, was kann ich mit der legendären Essenz machen? Würde mich voll krass interessieren. Oh, wow. Zwei, drei Stück sind es, okay. Ist das aber halt kein Boss, ne? Oh, habe ich ganz vergessen. Und da ist noch eine schöne Truhe, die nehme ich mir auch gleich mit. Oh, warum will er immer nicht wegjumpen? Drück ich auf den falschen Knopf? Nö. Kann er anscheinend nur auf den Boden, ne? Na, Schutzschild. Boah. Ja. Also alleine sind sie okay, aber zu dritt ist das schon ein Hammer-Ding. Na. Boah. Okay, okay, okay. Hab ich, hab ich, hab ich. Ist gar kein Thema. Nee, nee, nee. Geh mal weg. Ich wollte eigentlich den ersten hier weg haben, dann habe ich zumindest schon mal ein wenig. Oh, oh, meine Güte. Da war ich in der Ecke festgeklebt. Okay. Der ist gerade leicht zu besiegen. Okay, den habe ich auch. Wo ist der? Muss man die nach. Also, jetzt sind wir irgendwie wieder ganz. Ich glaube, ich muss. Manchmal so ekelhaft an den Ecken kleben, ne? Als ob da Gummi oder Klebe oder ob da Klebeband hier an der Ecke gesessen hat. Guck mal, an so einem Bäumlein und das war's, du kommst hier nicht mehr weg. Oh, das war schon mies. Aber ich habe hier noch eine Truhe. Eifrige Suchsplitter. Das war's dann aber für den Raum, ne? Ja.
will mir diese Herrschaftsmane tatsächlich über einen Boss aufheben. Ich bin mir irgendwie sicher, es kommt demnächst einer. Und gefühlt nämlich irgendwie jede zweite Folge ein Boss. Mir jetzt schon so aufgefallen. Ja, okay. Sobald der sobald die Lebensanzeige da ist. Ja, also hat sich natürlich wieder Brachials gelohnt. Oh, jetzt hat er mich doch mal gehabt. Oh Mann. Piss mich doch nicht an. Ja, okay, dann. Irgendwie, ich dachte, das ist auch krasser. Oh, nehme ich zurück. Ja, komm. Er nimmt halt sowas von wenig Schaden. Jawohl. Ja, genau da rein. Nochmal. Nee, den nehme ich nicht mit. Ein Herrschaftsmann ist schon wieder voll. Geben den nochmal einen Herrschaftsmann mit. Ja, jetzt soll er auch so. Das war's. Weißt du, du bist tot. Räub dich nicht dagegen, fall einfach um. Biste. Und das war's mit dir. Scheiße war's. War's. Aber umgenietet habe ich noch auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz elegant. Ja? An Eleganz kaum zu überbieten. Na? Jawohl. Ey, also dieses Gebiet ist so voller Ton. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Es gefällt mir einfach. So lässt sich's leben. Was geht ab? Nicht schon wieder. Mein Freund hat dieses Schloss mit einem Schutzzauber versehen, der dich umhaut. Wir wollten hier unten keine Kronos oder Diebe oder Spione aus. Er steht direkt hinter mir, oder? Ja. Dieser Freund klingt interessant, nicht wahr, Jack? Unsichtbare Schutzzauber sind nichts, was man mal so eben herzaubert. Und bitte entspann dich. Schönes Teil übrigens. Bestimmt nicht von hier. Dein Freund heißt nicht zufällig Thaddeus, oder? Wollt ihr ihn etwa töten? Was? Nein. Warum denkst du das? Thaddeus sagte, dass ihn ein paar lucianische Killer auflauern würden. Er meint, er habe es gewagt, sich gegen die tyrannischen Gesetze ihres magischen Ordens aufzulehnen. Thaddeus hat den Orden angeführt. Ein Unsterblicher. Jedenfalls bevor er seinen Posten aufgab. Redet er wirklich so? Hey, wir wollen nur mit dem Typen reden. Kannst du uns zu ihm bringen? Bitte. Thaddeus ist nicht hier. Hat diesen Posten auch aufgegeben. Er hat euch aber ein paar Dinge hier gelassen, die euch helfen können. Seht uns an. Wir sind jetzt Freunde. Geeint im Gefühl, von einer Leitfigur verlassen worden zu sein. Thaddeus ist ein Arschloch, das wisst ihr, oder? Das war das erste Mal, dass ich ein bisschen Scham empfunden habe. Fremdscham natürlich. Wenn er die Archive hier nicht gefunden hätte. Ja, ja. Warum ist er weg? Das ist mir doch egal. Was für Probleme hat er denn mit euch? Ich meine, Lucium ist ja ziemlich... Ach, vergesst es. Das war vor unserer Zeit. Lucium ist faschistisch. Das wollte sie sagen.
Habt ihr euch deshalb so gut verstanden, hier in der Bastion der Antikonformisten? Oremen war eine Kommune, Trottel. Konformistischer geht's kaum. Die Magie wurde von allen geteilt, nicht nur von ein paar Hochwohlgeborenen. Das heißt, jeder konnte Magie benutzen oder durfte sich jeder der Magie bedienen? Oder wie war das dann genau? Achso, ja. Ich darf vor. Thaddeus war ziemlich chaotisch. Messy. Vielleicht verrät euch irgendetwas hier, wohin er jetzt ist. Sein letzter Tagebucheintrag und dem Himmel sei Dank mit mehrfach unterstrichenen Kartenkoordinaten. Er ist wohl von Pentak 4.5 zu 357 gereist. Das liegt in Kalfus, direkt im... Oh nein. Er ist zum Berg Dresnia, sofern er die Roshania überwunden hat und die Höhlen von Dresnia. Vorbei an den Magiefressern. Die Ellori. Es heißt, viele von ihnen haben sich in den Höhlen von Dresnia angesiedelt. Das ist Wahnsinn, Jack. Wir können da nicht hin. Wir sind Magni. Die Ellori werden uns direkt töten. Die haben euch zum Fressen gern. Sandrak hat immer noch den Schöpfstein und Thaddeus ist womöglich der Einzige, der weiß, wie man ihn aufhält. Nehmen wir an, Thaddeus lebt noch. Oder du nimmst das an. Ich bin mir sicher, dass er mausetot ist. Wir haben keine Wahl. Nun, wenn du dich unbedingt in eine Höhle voller magiehungriger Dämonen wagen willst, kann ich dich zu einer Kraftlinie bringen, die dich direkt nach Kalfes führt. Also gut, gehen wir's an. Devin, du bleibst hier und erledige alle Kronos, die Lucium zu nahe kommen. Du kannst später dazustoßen. Mach ich. Sei vorsichtig, Jack. Danke für die Hilfe, Anarcho-Rebellen. Immer gern, solange du meine Insel verlässt, Arschkriecher. Im Ernst, wir danken dir. Du willst dich aus allem raushalten, aber ich habe selbst gesehen, wie Sandrak eine Kraftlinie aufsaugt und die Wunde bewegt. Dem ewigen Krieg entgeht jetzt niemand mehr. Tja, wollen wir wetten? Ist echt schade, dass du da reingezogen wurdest, denn du bist echt süß. Viel Glück bei der Suche. Dreiecksbeziehung. Auf nach Kalfus. Ja, ich konnte... nach Kalfus. Kaltus. Ich konnte mir erst nicht merken, wie das ausgesprochen wird. Und wollte sagen, einfach rein da. Aber gut, dass er das jetzt nochmal erwähnt hat. Sir, ich habe Kalfus erreicht und bin auf dem Weg durch die Höhlen zum Berg Dresnir. Ihr seid doch von hier. Könnt ihr mir etwas über die Ellori erzählen? Das sind Dämonen, die von den alten Reichen in die Erde gebracht wurden. Sie fressen Magie und hassen alle Magier aus tiefstem Herzen. Also ungefähr das, was alle sagen. Sie bedrohen die natürliche Ordnung, Eingeweihte. Und die Pentasat verfluchte sie zu einem Leben in Schmach, Hunger und Finsternis. So besser? Verbesserungswürdig. Also, wonach suche ich genau? Such einfach nach einem verlassenen Stollen. Die haben damals versehentlich die Ellori-Höhlen angebohrt und wurden gefressen. Gefressen? Super. Okay. Und natürlich gibt's hier Roshania. Ziemlich schöne Position. Weg ist er. Weg ist er. Wie konnte mich der treffen? Jawohl, man kann nicht mal so weit schießen.
Okay. Alter. Und weg ist er. Dann haben wir das geklärt. Hätten wir das jetzt zumindest mal geklärt. Ich wollte da hinten nämlich genau das hier machen. Schöne Geschichte. Dann gehen wir zur Schmiede, werden nochmal oder bauen vielleicht auch mal eine schöne neue Waffe auf. Ja. Jo. Ah. Wird direkt gebaut. Ja, natürlich. Jetzt ausrüsten. Kann ich die auch noch verbessern? So wenig Material. Natürlich nicht. Was kann ich jetzt mit der legendären Geschichte bauen? Nein, nein, nein. 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 Anscheinend. Gar nichts. Ich habe die legendären. Ich habe eine legendäre Essenz, aber ich kann damit, so wie es aussieht, nichts bauen. Zumindest momentan noch nicht. Schade drum. Naja, gut. Wir können nicht alles haben im Leben. Außer natürlich alle Truhen in diesem Spiel. Wo ich auch da, glaube ich, sagen muss, ich habe schon ein paar verpasst auf dem Weg. Aber ich werde jetzt nicht so hinterhergeiern. Alles, was sich auf dem Weg anbietet, nehme ich natürlich mit. Der Vollständigkeit halber. Komme ich da wohl irgendwie runter? Nee, ne? Was bringst du mir dann? Gar nichts. Was habt ihr heute so gemacht? Also ich bin den ganzen Tag gelaufen. Hab irgendwelche Minigegner und Schildputzis erledigt. Boah. Die Bombe habe ich nicht vermisst. Die Bombe habe ich auf keinen Fall vermisst. Jesum, Besum, wieso komm ich? Oh mein Gott, hat der mich ins Gesicht getroffen. Aber man muss ja eigentlich hochkommen. Oh. Alter, ein Schuss, ne? Ein Schuss, mir mein ganzes Leben weggesetzt. Wo? Oh. Da. Und weg ist das Ding. Ne, ich habe nichts verpasst, dann können wir ja auch entspannt weitergehen. Oh. Ich glaube, hiernach bestelle ich mir was zum Essen. Ja, kommt jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Nix. Aber ich habe schon Hunger, würde ich behaupten. Aber ich wollte halt unbedingt nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, unbedingt, ne? Für mein Seelenwohl, dass ihr dann ja auch genug zum Schauen habt. Deshalb werde ich erstmal entspannt hier noch die Runde aufnehmen. Und dann werde ich mir was Wunderbares zum Essen zaubern und oder bestellen. Mal schauen, auf was ich Bock habe. Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, seitdem ich Lieferando entdeckt habe, bestelle ich echt schon ziemlich oft was zum Essen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man sich so oft was zum Essen bestellt, weil das ist ja trotzdem ungesund.
Atasa. Aber es schmeckt halt auch so gut. Und also null Mühe reinzupumpen ist schon echt cool. Nochmal. Ah, jetzt so ein großer. Aber mittlerweile machen wir dem echt ziemlich guten Schaden. Hm. Naja, was ist jetzt hier die Mission? Ach so, ich soll da hoch. Das sollte reichen. Zumindest. Um die Truhe auf jeden Fall noch zu holen. Ja, und wir haben es geschafft. Und hier mache ich danach den Break. Ich wünsche euch allen noch einen schönen und wunderbaren Tag. Genießt das Wetter, genießt den Restsommer. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein, servus.